Wir haben hier 400 Meter abgemessen und jetzt machen wir ein Drag Race. Der Bentley Continental GT mit 635 PS W12 Motor gegen den Ferrari FF 660 PS V12 Sauger. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel, heute Sonntag 16 Uhr. Heute treten zwei Zwölfzylinder gegeneinander an. Ach, guck mal an. Da ist er schon wieder, da ist er, mein Gott. Putzlappen hat er immer in der Hand. Ich bin wieder mit Ferrari online. Putz, ach so, echt? Ja. Oh Mann, ey. Orlando, danke. Ciao. Danke, Orlando, bis später. Hier, Mikro. Mikro. Genau. Ja. Ich habe was richtig Geiles vor. Ich sag nur eins. Ich halte das mal jetzt so ran. Ja. Zwölfzylinder-Sauger? Ja. Und Allrad. Ein bisschen möchte gern Allrad. Darüber reden wir gleich. Ja. Okay? PS? 660. Und jetzt dreh dich um. Allrad, 635 PS, Zwölfzylinder, Twin-Turbo. Gegen den Sauger. Ich bin gespannt. Drag Race? Drag Race. Launch Control? Launch Control. Okay, alles klar. Bin gespannt. Ihr seid dabei. Da steht er, der FF. Ja. Der FF hat es ja bei mir auf der Seite extrem schwer. Aber ich sehe schon von hier was, was ich damals schon entdeckt habe. Siehst du es auch? Achso, ja, die Gitter. Die Gitter sind wieder verrostet. Ja, das ist sportlich. Ja, das ist echt sportlich für ein Auto, was weit über 300.000 Euro gekostet hat. Das ist einfach so. Aber wir haben heute was anderes vor. Egal, Skandalvideo hin und her, egal. Es gibt noch eine Folge 3, was man das Skandalvideo betrifft. Kommt noch. Jetzt geht es um den Ferrari FF. Die Geschichte war hier sehr cool. Florian ruft mich an, sagt, Hamid, bist du zu Hause? Ich so, ja, was willst du denn? Ja, genau bei dir um die Ecke verkauft einer einen FF. Den möchte ich unbedingt mir anschauen. Und wenn ich Ferrari FF höre, gehen ja bei mir alle Alarmglocken an. Ja, da sage ich, hey, Florian, wir kennen uns schon so lange. Lass es, mach es nicht. Nein, ich habe jetzt Bock drauf, ich will jetzt ein Winterauto haben. Okay, Winter haben wir, da liegt Schnee und das Auto ist da. Ne? Ja. Oder? Ja, geil. So, jetzt haben wir was vor. Wir testen heute nicht nur das Auto. Heute ist ja Sonntag, heute geht's richtig zur Sache. Wir fahren jetzt auf den Flugplatz und machen ein Drag Race. Und so lange habt ihr Zeit zu schreiben, welches Auto wohl gewinnen wird. Okay, darf ich fahren? Ja, natürlich. Ey, guck mal, der geht schon so. Ja, der natürlich. Geht, der geht ja, schon da, so. Ja, natürlich. Als Besitzer. Komm. Ab geht's. Aber es ist egal, wie der FF ist. Ferrari bleibt Ferrari. Ist so, oder? Ist so. Boah, jetzt hört euch das mal an, wenn wir den starten. Was denkt ihr, wer gewinnt? Der Bentley Continental GT oder der Ferrari FF? Hast du schon mal Launch gemacht? Nein. Aber wir müssen echt vorsichtig sein. Wir haben nur 6 Grad. Ja, ich habe Winterreifen hier drauf. Ich auch bei mir. Ja, ja, sowieso. Und wo also rechts links? Rechts. Rechts. Autostrada. Und mal dann nur leicht schräg. Wenn man ja, stimmt. Du bist immer noch so pingelig. Ja, nein, weil wir ja keinen Lift aktiviert haben. Wir haben ja Lift hier, gell? Wir haben ja alles da eigentlich. Wir haben wirklich alles. Also du hast alles da. Immer so eine coole Ausstattung. Mich freut das Auto jeden Tag wieder, gell? Allein diese Kulisse, da ist doch traumhaft. Also mehr Ferrari-Typ geht einfach nicht. Ja, und man darf nicht vergessen, wir haben hier ein 12 Jahre altes Auto. Ja. Wieder Zustand von Leder, Nähte. Wir haben auch kein Softlack-Problem. Versuchst du den FF wieder schön zu reden? Ja, ich verkaufe den dir gerade. Also du spannst es noch nicht, glaube ich. Ich bin nur gespannt, so gut, was das Auto verkauft. Ich bin jetzt gespannt, was das Auto auf Drag Race bringt. Allradsystem, hier muss man ganz klar verstehen. Es ist nicht, also es ist extremst leicht. Über 50% leichter als für Quattro oder Audi oder VAG Gruppe, ja. VW Gruppe. Aber man muss auch wissen, du hast hier nur von Gang 1 bis Gang 5 Allrad. Dann geht er auf Heck. Und ab, ich glaube, 170, 180 geht dann komplett so auf in die Heck Richtung wieder, ne? Geht er dann komplett auf Heck. Dann ist wieder ein bisschen Vorsicht geboten. Da muss auch wieder vorsichtig sein. Man merkt aber das, wenn er sich wegschaltet. Ganz leicht. Also ein Kenner merkt es. Ja, genau. Ja, ich weiß, das merkt man. Aber ich finde trotzdem, entweder habe ich Allrad oder ich habe kein Allrad.
Aber ich finde das bei so hohen Geschwindigkeiten, weil im Winter, im Sommer brauche ich es nicht zwingend, im Winter oder so in kleineren kmh-Zahlen finde ich das gar nicht so schlecht, muss ich sagen, die Idee. Ja? Ja. Bevor wir jetzt auf Track fahren ja. oder aufs Flugplatz fahren ja. und null und echt einen Drag Race machen, möchten wir erstmal genau wissen, was dein Auto liegt. Komm, bring dein Auto her. Hol mal. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Und ich gehe mal hier rauf. Puff. Der zeigt 80 Kilo an. Das stimmt aber nicht. Das stimmt. Dann nehmen wir dies 10 Kilo schnell auf. Aha. 1,96. Und jetzt komme ich mit dem Bentley. 1,96 festhalten. Und? 2400. 2320. Das heißt, um die 300 Kilo schwerer. Ja. Aber 25 PS weniger. Du musst gewinnen. Die Preisentwicklung von den FF, die ist jetzt zurzeit mega interessant, finde ich. Es ist und bleibt, auch wenn du mein Kumpel bist, eigentlich, wenn wir jetzt offen reden, ist ein Nischenprodukt. Habe ich dir sofort abgeraten, den FF zu kaufen. Ja. Sofort. Sofort. Als er noch nicht mal, also bei Ferrari habe ich noch zugehört. Und als er mit F angefangen hat, habe ich gesagt, vergiss es. Mach es nicht. Kauf das Auto nicht. Hätte der F40 auch sein können. Ja, stimmt. Stimmt. Ich weiß ja, dass du auf der Suche bist. Ja. Aber dass ein F40 ist bei mir um die Ecke, mitten in Schwabing, irgendwo, das wäre unwahrscheinlich. Das wäre unwahrscheinlich, ne? Genau. Ja, aber nicht ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen, ja? Nein. Aber trotzdem, die Preisentwicklung, das Auto hat weit über 300.000 Euro gekostet. Und das war das Ausschlaggebende. Das Auto hat damals, zu dem damaligen Zeit 2012, ja. hat der Bentley Continental GT Speed, wo, die sind ja in eine Liga in dem Sinne, war um die 150.000 bis 180.000 Euro als Neuwagen günstiger als der Ferrari FF. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann sind natürlich viele rausgefallen. Viele haben dann gesagt, nee, ist mir zu teuer, ist mir zu teuer, ist mir zu teuer. Und Ferrari Viersitzer, naja, und so weiter. Und dann fingen die Probleme an. Und das Auto hat rapide an Wert verloren. Rapide. Das heißt, wir haben über 50-60% Wertverlust gesprochen. Und jetzt haben sie sich so eingependelt zwischen 100 bis 140, 150.000 Euro. Ja, ne? Richtig. Wie viele Kilometer? Der hat jetzt 76.000 Kilometer. Ja, der 76, ja, das war ja auch noch das. Das war ja auch nochmal ein Thema. Ja, das war natürlich ein Thema, aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach und probiere das aus. Mhm. Und bis jetzt, ich habe noch keinen Mangel am Auto so erkennen können. Mhm. Von dem her, bis jetzt bin ich eigentlich jetzt nach 2-3 Monaten relativ glücklich eigentlich damit. Ja. So, die Probleme bei den FF. Navi fällt immer gerne aus, da muss das Auto, muss er anhalten, aussteigen, abschließen, aufschließen, Auto auf, neu starten, dann funktioniert dein Navi wieder. Mittendrin ist das Ding mal gerne weg. Ja. Dann haben wir immer große Probleme, dass irgendwie diese Labels, hast du die neu gemacht? Das war Nein, doch eigentlich. Die sind ab Werk. Also das ist alles neu. Irgendwas ja, war doch das löst sich leicht ab. Ach so, ja. Okay. Aber das war leider noch nicht verfügbar. Okay. Also aber, das kann man auch kaufen, die Plakette. Okay, die Plakette kann durch Hitze natürlich entstehen. Die löse ich ein bisschen ab. Dann die nächste Problematik, die elektrischen Sitze funktionieren mal gerne nicht. Hm. Dann haben wir die Heckscheibenwischer, hat der nicht. Nein, hat der nicht. Genau, konntest du aber dazu bestellen. Ja. Und ich würde mal sagen, jeder, der ein FF hat, einen Heckscheibenwischer hat, würde ich mal sagen, über 40-50% funktionieren die dann nicht. Ja. Dann bleiben sie hängen, dann, weißt du, das ist das ein Riesenproblem. Warte, jetzt fahren wir mal ein bisschen vom Tunnel rausfahren. Jetzt haben wir mal ein bisschen Tunnelgeräusch. 12-Zylinder-Sauger. Oh. Alter, ist das wow. geil. Das ist geil. Das ist Man geil. Darf ihn nicht vergessen, wir haben hier den Grundblock vom Ferrari Enzo an Bord. Genau. Das darf ist man es, ja. nicht vergessen. Und das war eigentlich es. Für mich der große Wunsch. Stimmt. Zum sagen, mir hat so einen leichten Ursprung vom Enzo. Ja, Wahnsinn. Und den stimmt. haben wir hier. Und der Sound, du hast ihn hier gehört. Wir waren ja noch nicht annähernd im hohen Drehzahlbereich. Der ist unfassbar. Das ist unglaublich. Unfassbar ja. geil. Noch so wenig wie möglich Autopartikelfilter. 2012 war es ja noch gar nichts. Noch gar nichts. Genau, der geht richtig. Wir sind hier komplett clean. Nächste Problematik bei FF. Leder, die Ledersitze, die lösen sich manchmal so auf und so weiter. Aber Himmel fällt runter. Das kennt ihr ja alles von dem Skandalvideo. Dann natürlich ganz, ganz heftig, meine Manettino-Schaltung fällt mal gerne aus. Ja. Dann meine Airbag-Lampe leuchtet dann teilweise und die kriegt man einfach nicht mehr aus. Und das ist TÜV-relevant. Wenn die Airbag-Lampe leuchtet, ist das ein Mangel, was, da kriegst du keinen TÜV. Du kriegst dann keinen TÜV. Mhm. Und dann natürlich PTU. Ja. Allradsystem, wenn das ausfällt, dann ist da so ein Allradzeichen und dann Richtig. Steht da immer Fehler. Da brauchst du auch kein FF, wenn du kein Allrad hast. Nö, es wären aber wirklich dann manche oder einige, die wohl natürlich die Garantieverlängerung haben, wo das heute eben festgestellt wird, wirklich da anstandslos von Ferrari auf Garantie ausgetauscht. Absolut. Und das die ist natürlich eins mit Stern. Gell? Also, absolut.
die es haben, die es nicht haben, die legen mal locker 20.000, 25.000 Euro hin. Ja, das ist natürlich so. Wir bewegen uns ja da im oberen Sportwagen-Segment. Da gibt es nichts für 2.000 Euro. Gell? Du kriegst für das Geld ca. 120.000 Euro. Ich will jetzt nicht sagen, was du für das Auto bezahlt hast. Ja. Okay, ca. 120.000 Euro. Kriegst du natürlich extremst viel Auto, viel Sportwagen. Also es ist... Das ist Genuss, dieses Auto zu fahren, weil er so schnell, der macht schon bei 2000 Umdrehungen, macht er schon hinten Musik. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Das ist einfach so. Ist jetzt so bequem. Es Kennt ist ihr? Wahnsinn. Es ist echt unglaublich. 6000 Kilometer am Stück fahren und mir würde wenn er das aushält, wenn er das aushält. Das hält er aus. Meinst du? Der wird er erst ab 500 Kilometer. Aber ich meine, Giuseppe hat auch der hatte echt Pech mit seinem Ich glaube auch. Also das war, es ist natürlich nicht Ferrari-Standard, aber man wundert sich, aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ich habe noch zwei FF, die genau die gleiche Problematik haben. Einer davon ist in der Schweiz und einer davon ist in Deutschland. Und die schreiben mich wöchentlich an oder alle zwei Wochen an. Hamid, komm, mach jetzt auch ein Video über unser FF. Das heißt, der FF ist schon bekannt dafür. Aber schreibt mal in die Kommentare rein, ob ich die auch besuchen soll. Oder sagt, hey, so langsam wird es langweilig. Der FF ist einfach ein misslungenes Auto. So, jetzt sind wir auf dem Flugplatz. Alter Schwede! Alter Schwede, das wird jetzt hart. Das wird echt hart. Ja, bin ich also, wir sind jetzt da, auf dem Flugplatz. Ey, guck mal, aber wie unfair das jetzt schon ist. Du bist viel weiter vor. Die Reifen, ja, okay. Nein, die aber Reifen du nicht. Du hättest herfahren müssen. Ich war Erster. Aber weißt du, was wir gleich machen? Wir machen die Reifen gleich hier dran. Ja. Okay? Wir haben hier 400 Meter sozusagen abgemessen. Und jetzt machen wir ein Drag Race. Circa 400 Kilo weniger und 25 PS mehr. Ja, das sind doch Sachen. Und einen italienischen Motor auch noch. Und noch einen italienischen, okay. Hochdrehzahlmotor. Ich sag nur eins, da ist Rumpf von Enzo drin, ne? Von den Enzo. Ja. Also Ferrari-Enzo-Feeling da drin. Aber wir kennen auch die Problematik. Auf los geht's los? Auf los geht's los. Um was nach Farbe denn? Um ein Espresso. Um ein Espresso. Um ein Espresso. Geht eh auf dich. Das ist ganz schwer. Ich weiß, was denkt ihr, wer wird gewinnen? Es ist echt spannend. Es ist echt richtig spannend. Ich habe jetzt mein ESC-Dynamik alles aus. Das heißt, finito, jetzt geht's los. Wir wollen den FF schlagen. Wir wollen den FF schlagen. Mit 400 Kilo mehr und 25 PS weniger. 3, 2, 1, go! Boah, Alter! Alter Schwede! Wo ist er denn? Und zack! Alter, wir sind 400 Kilo schwerer. So, jetzt steigen wir mal aus, dann machen wir mal eine Siegerehrung, wa? Also, 400 Kilo mehr, 25 PS weniger. Ich glaube, du hast dein Auto falsch bedient. Ja, wir haben es vorher ohne mit ESC probiert und das Geheimrezept dafür war ohne ESC. Und das ist der entscheidende Punkt hier. Aber es ist trotzdem, guckt euch das mal an hier. Guck mal, hier ist alles nass. Und vorher war noch mehr Regen. Hier ist nass, wir haben kaum Grip. Unser Asphalt ist richtig kalt. 5 Grad vielleicht ja, genau. Oder so. Wir haben Winterräder, das darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem hat der Bentley echt bewiesen, dass er strikt, du fühlst dich so sicher in dem Auto. Das ist wirklich toll. Das ist unglaublich. Ja. Da geht er ab. Erstmal hat er ein bisschen abgebrochen und dann hat er gegriffen und dann ist er abgegangen. Vielen, vielen Dank. Espresso geht auf dich. Ja, wie immer. So, ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.